Hey Leute, Wado hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Game Dev Tycoon. In Game Dev Tycoon kann man sein eigenes Spieleentwicklerstudio erstellen und eigene Spiele produzieren. Und diese Folge jetzt hier ist nicht die darauffolgende Folge auf das letzte, was ihr gesehen habt. Denn Game Dev Tycoon kommt bei mir also ein- bis zweimal die Woche. Und ich habe eben eine Folge aufgenommen und da habe ich lange überlegt und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich die euch nicht zeigen kann. Weil da einfach nur Mist passiert ist. So, ich pausiere mal kurz das Spiel. Aktuell ist es so. Wir haben eine neue Person eingestellt. Landon Hawkins. Ganz okay, Dude. Macht nicht so krass viel. Wir können Leute in Urlaub schicken, das machen wir jetzt auch mal. Dann leert sich hier diese Leiste. So, ich versehe jetzt mal. Wie ihr seht, rechts das Spiel heißt Spiel-24. Und es ist eigentlich die Fortsetzung vom Spiel, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben viel weniger Geld als beim letzten Mal. Und zwar, weil ich einfach gefailt habe. Und wir sind jetzt in der Zeit, wo der Nintendo 64 draußen ist. Die PlayStation ist draußen. Übrigens, guter Name, Detox und das klebrige Affenkostüm. Und die Spiele von mir sind alle gefloppt. Wie immer guckt, richtig, richtig, richtig schlechte Bewertung. Und ich dachte so, hä, warum die Regler sind richtig und alles? Und der Grund dafür ist meiner Erfahrung nach die Engine. Und zwar muss ich erst die neue Spiele-Engine erstellen, die 2D-Grafik ist. Und dann entwickelt sich die 2D-Grafik von mir zu einer 2D-Grafik V3. Und dann muss ich die 2D-Grafik V3 einsetzen. Und dann kriege ich erst die 3D-Grafik. Also es ist tatsächlich ein langer Weg. Und bis ich überhaupt 3D-Grafik habe. Und bis ich keine 3D-Grafik habe, floppen die Spiele alle, die ich erstelle für die 3D-Konsolen. Weil ich meine, ihr müsst das so vorstellen, ihr kauft jetzt eine Xbox One. Und die Spiele auf der Xbox One sehen noch so aus, wie auf der allerersten Xbox, die rausgekommen ist. Und natürlich kommt es dann scheiße an. Deswegen muss ich es jetzt erforschen und ich muss jetzt eine Engine erstellen, die das kann. 2D-Grafik kann das. Du bestellst nun deine eigene Spielengine. Wenn die Spielengine fertig ist, kannst du sie bei der Spielentwicklung verwenden. Ja, das Ding ist, ich kann damit nichts machen. Jetzt mal ohne Witz. Ich mache jetzt aktuell nur Minus. Ich werde jetzt wahrscheinlich so auf 1 Million runterfallen, wenn ich am Ende fertig bin. Die neue Spielengine gibt 3D, ist jetzt fertig. Glückwunsch, deine erste Spielengine ist jetzt fertig. Du solltest den nächsten Spiel ausprobieren. Ja, werde ich leider machen müssen. Und wenn ich damit ein Spiel gemacht habe, dann wird die Engine, glaube ich, besser. Aber ich kann jetzt halt nur zu den alten Konsolen was machen. Und die alten Konsolen, wenn wir mal gucken, die werden hauptsächlich schon vom Markt genommen. Ich kann jetzt noch für den Gambling was machen. Der Super Test ist schon fast vom Markt genommen. Ich glaube, der wird nächstes Mal vom Markt genommen. Und ist einfach super kritisch aktuell. Also wir sind wirklich in einer super kritischen Lage. Der Gambling wird auch bald vom Markt genommen. Ich kann schon mittlere Spiele machen. Ich kann Publisher holen und alles. Und ich hänge total hinterher, weil ich gepennt habe mit der Engine. Das ärgert mich unfassbar krass. Wir können machen einen neuen Boob Raider Teil vielleicht. Machen wir Rise of the Boob Raider 2. Ja, hilft nichts. Hilft nichts. Plattform wählen. Für den Gambling. Ja, es kotzt mich an, dass ich auf so einer alten... Oh, ich hätte meine eigene Spielengine. Gib 3D. Ja, und die wird besser mit der Zeit. Das ist aber so ärgerlich, Mann. Das ist so ärgerlich. Hätte ich das schon viel früher gehabt, dann hätte ich jetzt nicht so einen Rückstand gehabt. Im Grunde hasse ich jetzt schon meinen eigenen Spielstand. Ich habe mir so viel verbaut. Dann guck mal, wir können es hier 2D-Grafik V2 benutzen. Und wenn wir das benutzt haben einmal, kann ich, glaube ich, 2D-Grafik V3 benutzen. Es ärgert mich wirklich unfassbar krass. Das ist einfach so dumm gewesen von mir. Und der Gambling wird auch von 3 Monaten so vom Markt genommen. Ist einfach nicht gut. Ich spiele jetzt echt gegen die Zeit. Es muss zumindest sich halb refinanzieren. Super Test wird nicht lange vom Markt genommen. Das Ding ist, der wird bald vom Markt, der Gambling ist der nächste. Der wird auch bald vom Markt genommen. Das ist einfach so kritisch aktuell. Aber ich brauche es halt. Ich brauche halt das aktuell, um noch irgendwie voranzukommen. Ich habe jetzt aber 3 Leute, die ich anspiele. Ich gebe jeden Monat 60.000 aus. Was eine Menge ist. Ich habe 10 Bugs in diesem Spiel. Ich habe sehr Angst, dass ich aktuell mir viel verbaut habe. Erstbewertung für Boob Raider. Das muss ja theoretisch gut sein. Das ist ja theoretisch das, was die Leute wollen. Wieso nun? Naja, das, ich verstehe es nicht. Vielleicht sind die Ansprüche an eine Fortsetzung einfach höher. Ich habe keine Ahnung. Hab schon besseres. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum meine Spiele alle so mittelmäßig sind. Ich weiß noch nicht, wann ich 2D-Grafik V3 krieg. Theoretisch muss ich das einfach nur weitermachen. Das wird dann von alleine besser. Oder kann ich das irgendwie erforschen? Ich mache noch einen Simulator. Simulator ist immer eine sichere Kiste für ein bisschen Geld. Nicht super viel Geld. Ich habe so Angst gerade. Ich habe so Angst, dass ich meinen Spielstand einfach zerbrochen habe. Was ist denn gut für eine Simulation? Ich habe gelesen, dass Dungeons tatsächlich gut sind für eine Simulation. Halte ich für fragwürdig. Aber machen wir das dann. Und ich nehme eine Plattform, die alt ist. Alter, der PC hat einen Marktanteil von 19%. Das Ding ist, der PC wird halt richtig stark aktuell, sicher. Der PC ist ja richtig gut geworden. Nice. Und wir nehmen unsere Gib3D Boss Engine und wir hoffen einfach auf irgendwas. Weil die Spiele werden jetzt alle irgendwie mittelmäßig ankommen aus irgendeinem Grund. Ich habe halt richtig Angst, dass... Ja, Mann, wir werden weiterhin Verluste machen.
Tiago mit der Stahlbrücke glaube gerade an einen neuen Spieler arbeitet, während sie bereit uns. Ja, kommt im Interview. Das Spiel heißt auch nur Spiel 26. Fuck. Ich bin bescheiden. Ich habe das Spiel heißt Spiel 26. Vielleicht ist das ja das Geheimnis. Spiel 26. Vielleicht ist das Geheimnis einfach, weil der Name komisch ist. Ich bin so richtig depressiv gerade. Ich bin der depressivste Spieleentwickler, den es gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die Technologiepunkte sind gut. Also von den Punkten allein her ist es gut. Chef, so wie es aussieht, nutzen ziemlich viele Spieler Raubkopien von Reisschubsbüble. Ich habe es geschafft, einige von ihnen ausfindig zu machen. Wir können sie entweder verklagen oder unser Copyright schützen. Ja, verwahren wir die. Ist mir egal. Dennis Ababis, verwahren die nur. Das Ding ist, guck mal, wie viele Technologiepunkte es hat. Das ist, glaube ich, unser bestes Spiel von den Technologiepunkten bis jetzt. Und Designpunkte auch ziemlich gut. Das Ding ist, Spiel 26 ist handwerklich ein verdammt gutes Spiel. Okay, Vena bringt bald den Dreamcast, das ist der Dreamcast, auf den Markt. Das Ding ist, der Dreamcast ist mega gefloppt. Also in der Realität ist der mega gefloppt. Deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwas bringen wird. So, das Spiel ist ohne Bugs. Es hat Hype 29. Der größte Hype, den ich hatte. Es ist handwerklich das beste Spiel, was ich hier gemacht habe. Und trotzdem wird es, glaube ich, nicht viel Geld machen. Ich bin so richtig depressiv gerade. Also es hat so viele Punkte. Es hat mich so viel besser gemacht überall. Aber das Ding ist, es ist halt immer noch 2D-Grafik. Und ich glaube, das klappt nicht mehr. Achievement. Aber ich mit einem Charakter Level 5. Wir sind Level 5 und alles. Und jemand in deinem Team hat Erfahrungslevel 5. Oh, einer in meinem Team. Das schaltet ein spezielles Training namens Booster frei. Das heißt, ich kann hier Dings von... Aufgrund seiner verbesserten Erwartung... Oh, Dennis Sababes, du willst mehr Geld. Und Landon Hawkins, du auch. Ich kann Spezialtränke für mich benutzen. Awesome. Easter Eggs kann ich einbauen im Spiel. Cool. Chef von Zubro könnte echt eine... Ja, machen wir unser Büro besser. Warum nicht? Oh, es sieht echt geiler aus. Nice. Wir haben Fans dazu gewonnen, weil wir Raubkopie-Leute verwarnt haben. Die Logik will ich auch mal verstehen. Okay, erste Bewertung für unser Spiel. Hashtag 26. Hashtag 26, Leute. Hashtag 26. Hashtag 26! Yes! Unser erstes gutes Spiel. Deswegen, ich habe in der letzten Folge ja auch nur Flops gemacht. Das ist jetzt das erste gute Spiel seit wirklich 5 Spielen oder so. Und es hat einen Hype 19. Es könnte so viel Geld machen. Das Spiel könnte so viel Geld machen. Bitte. Habe es tagelang gespielt. Ja, danke. Oh, es macht Geld. Hashtag 26, Leute. Hashtag 26. Es bringt uns wieder nach vorne. Alter, ich war so depressiv. Hashtag 26. Aber immer noch keine 3D-Grafik. Wir müssen noch öfter halt um diese 2D-Grafik was entwickeln, dann wird die angeblich besser. Wir haben wieder jetzt ein bisschen Gewinn gemacht, aber ich meine, 84.000 im Monat ausgeben, ist schon heftig. Das ist schon heftig. Spiel 26 wurde auf den Markt genommen. Es hat sich gut verkauft. Fast 100.000 Mal. Das ist schon okay. Auf jeden Fall. Unsere Mitarbeiter werden besser. Wir haben Easter Eggs freigeschaltet. Wir müssen aber jetzt nochmal ein Spiel in 2D machen. Okay, du brauchst bald Urlaub. Sehe ich an der Leiste. Okay, neues Spiel entwickeln. Wieder Plattform PC. Ich habe keine andere Wahl. PC hat einen guten Marktanteil. Das ist okay. Aber was für ein Thema machen wir? Finde ich später raus. Welches Genre? Ein Strategiespiel. Das wäre doch geil. Wir machen jetzt ein Strategiespiel. Wir machen ein Evolutionsstrategiespiel. Und wir nennen das Spiel, warum Detox Affenkostüm so klebrig ist. So klebt? Ja, warum Detox Affenkostüm so klebt. Klingt lustiger, ist vielleicht so ein kleines Fun-Game. Ich weiß es nicht, ich habe echt keine Ahnung. Gib 3D Boss, ist die Engine, die wir haben, ist eine gute Engine. Okay, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen kann. Ich kann nur hoffen, dass es über 20 Punkte kommt, gut. Oh, es kommt locker über 20 Punkte. Kriegen wir sogar 30 hin? Nee, schade. Aber 10 Bugs zum Fixen ist eine Menge. Ist wirklich eine Menge. Okay, der Dennis Sababes liefert noch ein bisschen ab. Kommen noch auf 30. Können wir uns noch hochcreepen? Nein, 29. Okay, Dennis kriegt Urlaub. Und wir machen das Spiel fertig. Und ich hoffe einfach, wo wird denn meine Engine besser? Weil ich habe gelesen... Okay, Engine. Engine hat ein Level up. Guck. Engine ist Level 5. Heißt das, wir können jetzt theoretisch 3D-Grafik machen? Neue Forschung verfügbar. Videowiedergabe, KI-Gefährte, detaillierte Hintergrundgeschichte. Fuck! Können wir noch nicht. Aber ich kann eine bessere Engine machen. Das ist halt... Okay, 2D-Grafik. Komm, machen wir jetzt halt eine bessere Engine. Ist egal. Das Ding ist, die ganze Spielebranche läuft aktuell mir vorbei, weil ich am PC hängen bleibe. Warum Detox-Affenkostüm so klebt? Bitte, sei kein Flop. Detox-Affenkostüm. Detox hat lange dafür gesorgt, dass das Affenkostüm so klebt. Okay, wunderschön. Danke. Danke, mehr wollte ich nicht. Danke, Detox, dass du das Affenkostüm so klebrig gemacht hast. Ich bin halt so nischig momentan. Willst du ein 10? 9. Okay, ist gut. Aber ich mache wieder gute Spiele. Das Ding ist, ich mache jetzt so Nischenspiele, aber dafür gute Nischenspiele. Das ist auch okay. Aber ich verliere halt viel Geld, weil ich
ist halt zu teuer für Nischenspiele, das, was ich mache. Ich gebe 84.000 jeden Monat aus. Okay, es macht 200, es macht 300.000. Okay. Warum Detox-Affenkostüm so klebt, macht aktuell viel Geld, das ist in Ordnung. Aber es hält im Grunde auch nur das, was wir machen. Vena Oasis wird ein zwei. Ja, okay. 100k Engine. Investiere über 100k in eine neue Spielengine. Okay, danke. Meine Spielengine wird langsam besser. Aber ich hätte viel früher damit beginnen müssen. Das ärgert mich halt so krass, Alter. Das ärgert mich so unfassbar. Hätte ich das so viel früher gemacht, dann hätten wir jetzt einfach viel mehr Geld. Also ich würde sagen, Leute, wir sind aktuell auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, dass unsere Engine bald gut genug wird, dass wir 3D-Spiele machen können. Aktuell sind wir echt noch bei 2D gefangen. Also wir können nur PC-Spiele machen. Und der PC ist sehr nischig, da kann ich nicht alles machen. Mal gucken, wie die Spielemesse ankam. Wir haben jetzt einen Stand gehabt, wie viele Leute uns da besucht haben. Vielleicht boostet das ja auch noch irgendein Spiel. Auf jeden Fall sieht es nicht schlecht aus, Alter. Alter. Also ganz an die Zahlen von der Gamescom kommt es nicht. Aber 70.000 ist schon mal okay. Ist ein okayer Anfang. Und dann würde ich aber sagen, Leute, gebt mir einfach Tipps in die Kommentare, was wir machen sollen und was ich machen soll und wie wir vorankommen sollen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Ich bin halt echt aufgeschmissen, was die Forschung angeht und was die Engine angeht. Die Engine ist schon besser geworden, aber halt immer noch kein 3D, Mann. Ich brauche 3D. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Und ciao. 28 Punkte. Und du hast einfach nichts. Nichts. 28 Punkte. Und du hast einfach nichts. 28 Punkte.